Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich eine weitere Folge der Stream Highlights euch zeigen. Und ich werde wieder versuchen, den epischen Sieg in Season 8 zu holen. Und ich hoffe, euch wird das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich euch auch noch bitten, das Video mit euren Freunden vielleicht zu teilen, damit auch noch ein paar mehr auf meinen Kanal stoßen und dann viel Spaß. Ich spiele hier gerade mal wieder den Rank-Modus, wo man 2 Punkte minus bekommt, wenn man immer eine Runde startet. Beziehungsweise, wenn man noch in der Lobby leftet, dann bekommt man natürlich keine Minuspunkte. Aber sobald man den Bus betritt, muss man einen Busfahrpreis bezahlen. In Form von Punkten. Ich finde die Idee dahinter eigentlich ganz witzig. Alter, ist mein Sound leiser. War direkt besser. Der schwebt in Luft. Bisschen weg, aber geht noch. Vor allem die Zone geht die ersten 3 Minuten weiter. Double Pumpgun. Sehr schön. Leider redeploy. So, einmal nach oben sortieren. Holz. Slurpee. Das war ein Rift, sehr schön. Noch ein zusätzliches Rift to go. Munition habe ich auch genug. Okay, da waren definitiv ein Gegner im Main Building. Normalerweise nehme ich eigentlich immer Jagdgewehr mit, nur Rift to go ist da manchmal in Events ganz praktisch. So. Hallo. Da unten ist er. Thank you.
Noch eine Diegel. Ich will heute mal ein etwas ausgefalleneres Loadout. Mit Sniper, Pumpgun und SMG. 3 Punkte, sehr schön. Ein Zuschauer auch schon wieder direkt. Rita Row waren fast gar keine Baufahrten. Ah, doch. Aber trotzdem, normalerweise sind in Rita Row noch mehr Baufights. Aber es war natürlich auch relativ weit am Ende des Bosses. Schade. Gehe ich einmal nach hier oben. Easy. Ich spiele tatsächlich mal keine AR, weil man ja häufig dann auch mal in sein One-by-Ones campt. Man ja dort eigentlich AR-Schießen ziemlich unklug ist. Da viele eine Sniper haben und man dann doch schon ziemlich leichter auch gekillt werden kann. Hier wurde noch nicht gelootet. Full Metz. Würde ich jetzt natürlich eine Scar finden, würde ich die höchstwahrscheinlich auch mitnehmen, aber solange ich hier keine vernünftige AR habe, nehme ich die auch nicht. Wir müssen sterben, dann habe ich noch mit 2 weitere Punkte. Da hinten hin. Wird man ein kleines One-by-One bauen.
Einfach erstmal campen. Nee, das lohnt sich dafür nicht, Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. 10 Gegner, einer muss noch sterben. Ah ja, 10. Top 10. Nochmal 2 Punkte. Jetzt habe ich schon 5. Frag mich, wie viele Punkte schon die besten 5% haben. Perfekt. Wenn jetzt die Zone auch noch mal auf meiner Seite hier ist, wäre es natürlich noch mal perfekter. Ich weiß bisher nur von dem einen, der da hinten gebaut hat, wo er ist. Den Loot Drop hat sich auch noch keiner gesneakt. Oben am Vulkan kann auch keiner mehr sein. Da hinten wird noch gebaut. Sechs Gegner. Okay, von da unten vom Fluss sniped einer auf den da oben. Ich wusste, dass der Redeploy Glide hat. Sonst hätte er sich, glaube ich, nicht so hochgebaut. Zwei Leute da hinten. Die Wenzen epischen Sieg zu holen, wäre definitiv ganz cool. Das hatte ich mich bisher noch nicht. Ich dachte schon, er würde jetzt auf mich zufliegen. 5 Gegner nur noch. Da hinten sind noch 2. Rechts bei der Expeditionsbasis ist auch noch einer. Spawnt ja fast in mir drin. Jawohl. Er ist immer noch unter mir. Weiß nicht, ob er weiß, dass ich hier drin bin.
Top 5. Ich bleib hier einfach drin. Auch diese kleinen Hits können wichtig sein. Ein Hit, sehr schön. Komm, 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 nein, nein, nein. Alter. Ja! Ja! Da ist er, der Epische!